Das hier ist unser Sinti-Platz in Köln-Longerich. Eröffnung der Bauweise 78. Auch dieses ganze Hochhaus gehört dazu. Das war damals ein Kindergarten. Die Stadt Köln hat hier auch extra für die Campings. Unterkünfte bzw. Abstellplätze. Laut der Wohnungsamt bzw. der Stadt Köln ist keine Unterlagen mehr da, sie sind verschlammt worden. Ja? Und diese Häuser sind nicht unterkellert, auch keine Wärmedämmerung und auch keine Heizung, sondern Kaltwasser. Ja? Und Kohleofen. So, und schauen Sie mal, wie viele Obdachlose gibt es und warum wurde das überhaupt gebaut als Wiedergutmachung. Hier lebte mein Opa, mein Vater, meine Oma, meine Tanten, alle die im Konzentrationslager waren, die Zwangsarbeiter waren. Dafür wurde das als Wiedergutmachung der Deutsche Köln gemacht worden, ja, auch in Köln-Rockendorf. Da besteht aber alles noch. Nun, die sagen, dass jeder hier rausziehen wollte. Nein, es entspricht nicht der Wahrheit, sondern die Stadt Köln ist einfach hergekommen und sagte, schauen Sie mal, wir haben da eine super Wohnung, neu gebaut, also sie wollen uns auseinanderreißen. Also haben sie 3 Familien in die neue Wohnungen reingetan und die, und so haben sie den ganzen Platz hier insgesamt 15 Häuser leer gekriegt. Jetzt wohnen nur noch die 34, 6 und hinten die 32. So, und dann ansonsten ist es alles leer hier. Ja? Also das ist eine Sauerei und man sollte sich dafür einsetzen, dass die Papiere wieder herkommen sollen. Und was das Schlimmste daran ist, es ist ein weißer Fleck in Köln. Also es ist nicht auf der Landkarte verzeichnet, weil die Papiere abhandengekommen sind. Deshalb sind die Sanierungsmöglichkeiten nicht da. Das glaube ich einfach nicht. Im wahrsten Sinne ist es, glaube ich, nicht. Weil die Verlockung, wie man die Leute hier rausgelockt hat, die Planung war halt, ich weiß es, dass es so ist. Nun ja, man soll sich dafür einsetzen. Alle, die jetzt das hören, sollen mir eine Stimme abgeben, was da gemacht werden soll oder Ideen haben oder wie auch immer.